Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario, die Legende vom Millionentor. Wir sind in der letzten Folge durch den Düsterwald geschlendert und sind jetzt in der Spukabtei, haben dabei auch zwei Isignier der Sonne gefunden. Und wir rollen jetzt einfach mal hier rein und erstmal klopfen wir überall. Es kann ja sein, dass irgendwo vielleicht doch noch ein Sternsplitter drin ist. Oh, scheinbar nicht. Ist auch einfach nichts. Ich bin enttäuscht, sonst ist doch immer irgendwo im Gebiet mindestens eine Sternsplitter im Boden versteckt. Naja, bringt nichts. Kann ich denn von hier aus öffnen? Nope. Hallöchen, ist jemand zu Hause? Frage für einen Freund. Ich habe irgendwie so ein Déjà-vu. Da oben ist ein Schlüssel und hier können wir rein. Na, guck mal, schon wieder eine Signie. Also jetzt bomben die uns zu. Ein Kochbuch erhalten. Ein altes Kochbuch. Offensichtlich von Ernährer. Ernährer. Ah ja. Eisschlag. Der Schlag verwandelt Gegner in eisige Skulpturen. Okay, nice. Sonst hier noch irgendwas versteckt? Ja, ein Sternsplitter. Hier noch was? Nope. So, ist hier noch irgendwas? Ein Buch. All meine Freunde wurden eingesperrt. Ich bin so einsam. Alle meine Freunde sind verschwunden. Ich bin so traurig. Da können wir rein. Ist vielleicht hier hinten noch irgendwas? Nein. Das sieht so aus, als könnte ich das schieben. Oh oh. Ich glaube, das war keine gute Idee. Mal, da kann ich was pusten. Ja, ich wollte eigentlich... Nein, Sternjuwel, Sternjuwel, wo bist du? Sternjuwel, Sternjuwel. Wollte eigentlich sie haben. Gut, aber dann gehe ich erstmal raus. Da oben ist ja noch eine Tür. Hier kommst du nicht durch. Okay. Dann halt nicht. Was ist hier? Eine Truhe und eine Tür. Juhu, wahaha, wahaha, juhu. Na, hast du gut aufgepasst? Dann kannst du mir bestimmt sagen, wie viele Geister aus dieser Kiste gekommen sind. 100? Leider daneben, richtig wären 200 gewesen, aber du tust mir leid, hier hast dein Trostpreis. Bis bald. Als ob ich jetzt da gezählt hätte. Ob ich jetzt oben durch die Tür komme? Ich
Sparblüte erhalten. Marios BP-Bedarf wird um 1 gesenkt. Okay, da geht's nicht weiter. Dann sind wir hier auf der richtigen Fährte. Hier ist zu. Dann gehen wir wieder raus. Ja. Hihihi. Willst du mich etwa ärgern? Ärgern? Wenn das so ist, verschwinde. Willst du mich etwa ärgern? Nicht ärgern. Wirklich? Raus mit dir. Jetzt kommen wir aber hier rein. So, erster Angriff erfolgreich. Und die machen auch noch 6 Schaden. Wie süß. Dann holen wir die mal hier runter. Erstmal scannen. Das ist ein Flap-Flap. Flap-Flaps heißen so, weil sie mit flatternden Flügeln angreifen. Ein treffender Name, genau ins Schwarze. Aber abgesehen davon, Flap-Flaps sind ernstzunehmende Gegner. 6 Angriffskraft 3, 0. Sie lieben es anscheinend an der Decke zu hängen. Wenn du ihnen Schaden zufügen, lösen sie sich von der Decke. Lösen sie sich von der Decke. So. Und dann kannst du sie endlich angreifen. Nochmal Erdbeben. Autsch. So. So, einmal komplett aufheilen, bitte. Dann noch einmal. Ach, jetzt kann ich keine Erdbeben machen, weil sie nicht mehr an der Decke sind. Setzen wir nochmal Multisprung ein. Angriffskraft plus, das ist toll. KP sinkt P erhalten. Angriffskraft des Partners sinkt um 1, aber seine Angriffe regenerieren 1 KP. Nee. Bin ich nicht der Fan von. So, du kannst mal scannen. Es war ein Buhu. Das ist ein Buhu. Du kennst Buhus natürlich schon seit langem. Maximale KP 7, Angriffskraft 3, Verteidigung 0. Ihre Angriffe sind nicht so stark, aber sie können sich unsichtbar machen. Dann haben deine Attacken keine Wirkung mehr auf sie. Eigentlich sind sie ja ganz hübsch, aber auch ziemlich fiese Gegner. Wenn so ein Ding nachts bei mir im Schlafzimmer auftauchen würde. Nein, ich als Dame will mir so etwas gar nicht erst vorstellen müssen. Boah, nicht eingefroren. Schade aber auch.
Oh nein, wir sind Mini. Wir machen somit einfach keinen Schaden. Warte mal. Kann ich vielleicht mal meinen Wurfhammer benutzen? Immerhin, es hat funktioniert. Hier ist ein Knopf. Okay, da kommen wir schon mal hier rein, aber hier kann ich auch noch weiter. Ne? Okay, das hat mir was gebracht. Ein Goldplatz. Bin ich jetzt extra noch vom Goldplatz hier hingekommen? Scheinbar. Endlich, mein Sternensplitter auf dem Boden. Ich gehe erstmal die Treppe hoch. Ach, hier sind wir, okay. Da ist ja eh eine verschlossene Tür, deswegen bringt mir das jetzt erstmal gar nichts. Hier kann ich was machen. Na komm her. Na komm her. Mist, ich wollte drauf springen. So, dann einmal Erdbeben. Yes, die sind eingefroren. Das ist super. Dum, dum. Und dann einmal schön drauf springen. Yes. Geschafft, Matiko. Hier ist schon mal nichts. So, irgendwas hat sich getan. Und dass der Schalter nicht deaktiviert ist. Oh. Ah, I see. Ich sehe schon. Ey, ich habe euch auch nicht geärgert. Dann braucht ihr mir auch nicht zu ärgern. Ah, jetzt verstehe ich das mit den Schaltern. Die Treppe bewegt sich dadurch immer. Und weil er jetzt ganz unten ist, ist er ausgeschaltet und mit den anderen muss ich dann zwei nach oben machen. Ich verstehe schon. Der Abteilschlüssel.
Man kann sich einfach hier runterspringen. Geht doch viel schneller. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ey. Wie uncool von euch. Weil ich den Dungeon verlassen habe, sind die ganzen Gegner auch hier wieder, ne? So, dann einmal Erdbeben. Meine Verteidigung. Müsste ich heute blocken. Stimmt, warum habe ich eigentlich nicht auf Gobrina gewechselt? Und Hallöchen. Erster Angriff. Ja, wunderbar. Oh, schön, der mit den Items ist schon mal weg. Kann ich eigentlich mit... Arona angreifen? Ja, kann ich. Nice. Das muss ich jetzt mal betätigen. Aber jetzt, wo die Gegner respawned sind, weil die mich rausgeschmissen haben, hole ich mal unten auch noch einmal den Fledermaus. Erfahrungspunkte sind nun mal Erfahrungspunkte. Aber jetzt draußen, glaube ich, eh nur ein Gegner, also von daher. Hallöchen. So, dann kannst du schon mal Body slammen. Wunderschön. So. Mir ist natürlich schön, dass ich auch ein bisschen PP zurückkriege. Schnell zur Tür bitte. So. Ist nichts. Und stell mich hier. Heilung und Speicherpunkt. Okay. Gut, dann würde ich mal sagen, mache ich heute mal eine etwas kürzere Folge. Es sei denn, ich gehe mal einfach mal kurz hoch. Und schau mal, was hier abgeht. Okay, da oben ist, wo wir was zum Springen haben. Mal gucken. Vielleicht oben auch nochmal ein Speicherblock. Ach, die Glocke und eine Duschszene und ein Fernseher. Hey, was soll das? Wer wagt es, meine Ruhe zu stören? Oh, der Geist, von dem der Dorfversteher geredet hat.
Nennt mich nicht Geist. Wollt ihr mich etwa herausfordern oder was? Ihr kommt ungelegen. Ich plane gerade meinen nächsten Streich. Verschwindet. Hört ihr schwer? Warum verschwindet ihr nicht einfach? Oh ja, ich habe den Gefallen getan, sie in Schweine zu verwandeln. Oh, ist der aufbrausend. Warum hast du diese armen Leute das angetan? Na, weil... Das ist doch langweilig, immer in dieser Finsternis zu leben. Also dachte ich, ich verschaffe dem mal ein spannendes Abenteuer. Da habe ich sie eben in Schweine verwandelt. Irgendwie schon Einwände? Sicher seid ihr hier, um euch zu beschweren. Gut, spielen wir ein wenig. Ist das schon der Final Boss Fight? Flucht in diesem Kampf nicht möglich. Wenn das wirklich schon der Final Boss Kampf ist, dann Halleluja, ist das Kapitel kurz. Und wir haben noch keinen Partner bekommen. Erstmal scannen, bitte. Seltsam, dieser Kerl steht gar nicht in meinem Verzeichnis. Ähnliche Monster werden hier zwar erwähnt, aber dieses Ding nicht. Maximal KP 40, Angriffskraft 4. Dieses Wesen kann wohl verschiedene Formen annehmen. Vielleicht hat es auch die Dorfbewohner verwandelt. Was für ein Monster. Erhöht Angriff und Verteidigung im Team für eine Weile. Okay. Machen wir aber erstmal eine Stampfattacke. Oha, und jetzt kommt mein Angriff. Keine Gnade. Oh, 4 Angriff. Okay, das geht ja noch. Es gibt 6, das andere macht 7. Wo ist das mit Block 3 Schaden? Halleluja. Bingo. Ja, in der nächsten Runde war es das für dich. Oder in der übernächste Runde. Eins von beidem. Du bist ziemlich hartnäckig. Da muss ich wohl etwas einfallen lassen. Weißt du, dass ich diese Dörfler in Schweine verwandeln konnte, zeigt wirklich nur einen Bruchteil meiner Zauberkunst. Das habe ich extra für dich reserviert. Nicht schlecht, oder? Was meine Zauberkraft so kann. Jetzt musst du gegen dich selbst kämpfen. Na, wie stellst du das an? Hä? Komm, setzen wir den Maxi Beep ein.
Und dann wechseln wir doch mal auf Early Birdo und du kannst erstmal einen Saugmatz machen. Und dann kannst du eine Showanlage machen. Und du machst wieder einen Saugmatz. So was Dünnes. Nein, Dummes. Das Sternjuwel? Du erhältst ein Sternjuwel. Kapitel geschafft? Fragezeichen? Nach dem Sieg über den Geist der Spukabtei erhielt Mario das vierte Sternjuwel. Der Fluch war gebrochen und die Dörfler bekamen ihre ursprüngliche Gestalt wieder. Der Tag, an dem Mario alle sieben Sternjuwelen besitzen würde, schien nahe zu sein. Frohen Mutes verließ Mario die Abtei und wandte sich der strahlenden Zukunft zu. Oh Mann, das war ja ein Schwächling. Was für ein leichter Sieg. Aber wir haben das Sternjuwel und sollten schnell zurück ins Dorf. Oh. Ich wusste, das war zu einfach, um wahr zu sein. Ui. Okay, dann einmal heilen. Speichern und dann sage ich jetzt an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Paper Mario, die Legende vom Millionentor. Bis dahin, tüdelü.